Auflösung und so weiter. Wenn Sie mir das gestatten, bevor wir zur allgemeinen Frage kommen, was Putin insgesamt will, würde ich gerne wissen, was Sie glauben, was jetzt im Moment seine Interessen in der Ukraine sind. Die Ukraine daran jetzt nicht zu hindern, dass sie eine konkretere Westbindung eingehen kann. Also, dass sie Mitglied der EU werden könnte, dass sie Mitglied der NATO werden könnte. Ja. Er möchte diesen Staat aus, im Grunde genommen, als eine destabile Ordnung halten, dass diese Ukraine sich nicht weiterentwickeln kann. Ich glaube, auch eine große Bedrohung, die er sieht, ist, wenn sich die Ukraine ähnlich wie Polen in ein prosperierendes demokratisches Land entwickelt, vor der Haustüre Russlands, also vor Moskau, und man das Beispiel vor Augen hat, aha, die Demokratie funktioniert ja, das geht, Marktwirtschaft geht und das bringt uns Wohlstand. Das befürchtet er. Er befürchtet auch einen Maidan auf dem Roten Platz. Mhm. Also, dass sich eine Zivilgesellschaft erhebt, wie er das im Übrigen ja im Winter 2013 erlebt hat. Destabilisierung, Sie haben gerade Püff gesagt. Was war das für eine... Püff war Schuss. Nein, ich bin sehr friedlich. Ich bin auch sehr präzise. Ja. Und ich möchte nicht, wir reden heute nicht über Tschetschenien. Und ich möchte nicht, dass hängen bleibt, dass der erste und der zweite Tschetschenienkrieg auch nur irgendetwas miteinander zu tun haben. Das werden wir hier nicht machen und deswegen funktioniert ihre Argumentation nicht. Das ist ein ganz anderes Ding, das hat mit anderen Stichworten zu tun. Das habe ich gar nicht gesagt. Tschetschenien ist weg. Die zweite Geschichte in der Krim, die Destabilisierung, sagt jetzt Herr Schulz, ist ein Wort, das gefallen ist. Andere westliche Beobachter sagen, er holt sich erst die Krim, dann holt er sich die Ostukraine. Was ist Ihre Interpretation? Ja, das Interesse Russlands ist... nach meiner Ansicht ganz sicher nicht eine Destabilisierung der Ukraine. Natürlich. Sondern das, Moment, Sie können ja gleich auch Mann und alles. Dran, so. Wenn wir ein bisschen, ich bin immer dafür, die Geschichte von Anfang an zu erzählen und nicht vom Ende zu verstehen, zu versuchen. Ich beantworte Ihre Frage sehr gerne, wenn ich den Gedanken ausführen darf. Das Interesse Russlands war es immer, oder andersrum, das Interesse Russlands auf die Ukraine bezogen, lässt sich überhaupt nicht so darstellen, dass man die Ukraine rüberziehen will. Solange die Ukraine sich in beide Richtungen orientiert hat, solange die Ukraine nicht in die Lage gebracht wurde, und zwar nicht von Moskau, sondern von der EU, Klammer auf, Herr Barroso, Klammer zu, sich entscheiden zu dann kann man widersprechen. Machen wir das hier zivilisiert oder nicht? Das ist trotzdem grundfalsch. Ich merke das mal an. Ich merke an, dass Sie danach korrigieren. Vielleicht einmal Frau Krone-Schmalz erst einmal. Also Sie sagen, wenn die Ukraine, was immer die Ukraine ist, wenn die Ukraine sich nicht hätte entscheiden müssen zwischen EU und Moskau, dann sähe die Lage heute ganz anders aus. Und man hätte, denke ich, in Brüssel wissen können, zweierlei. Erstens, dass man die Ukraine wirtschaftlich nicht verkraftet. Bei den gewachsenen Verbindungen zwischen Ukraine und Russland, muss man nicht ausführen, wie was wo, brauchen die beide Orientierungen. Und es war grundfalsch, um andere unhöflichere Begriffe zu vermeiden, sie in die Lage zu bringen. Der zweite Punkt, da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, aber als Stichwort, was die Krim betrifft, mit unter den Nagel reißen und. Es hat zu einem ganz frühen Zeitpunkt aus Moskau Vorschläge gegeben, wie man der Krim einen Sonderstatus verpassen kann, weil Russland hat natürlich die Erfahrung gehabt, dass ein früherer ukrainischer Präsident gedroht hat, den Zugang zur Krim, zur russischen Flotte zu verweigern. Das konnte man aus Moskauer Sicht natürlich nicht einfach hinnehmen. Jetzt haben Sie eine Analyse gebracht, aber die Antwort auf die Frage, was sind die russischen Interessen jetzt in der Ukraine, wenn es nicht Destabilisierung ist? Die russischen Interessen jetzt in der Ukraine sind? Müssen sein, sich den Sie versuchen mich aufs Glatteis zu nicht, und da will ich die will Frage ich nicht wiederholen. Nein, fühlen Sie sich schon selber hin? Nein, überhaupt nicht. Die russischen Interessen jetzt in der Ukraine, war die Frage. Sie reden vor allem zu lange, das haben Sie noch nicht begriffen. Wir haben vereinbart, dass wir sachlich diskutieren, es geht persönlich überhaupt nicht um Legenden. Wir haben gesagt, wir wollen die Fragen nacheinander stellen. Nein, es geht darum. Falschbehauptungen haben Sie aufgetischt. Wir machen eine kurze Pause. Entweder wir reden, wissen Sie was, Frau Krone-Schmalz, wir machen... Was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen können? Ich widerspreche Ihnen, Frau Krone-Schmalz. Ja, wenn Sie das widersprechen würden, wenn ich zu Ende geredet hätte, dann könnten wir ja darüber reden. So, gut, also wir machen. Das müssen Sie gerade sagen. Wir stellen die Frage ganz kurz zurück. Wir gehen aber darauf an, Sie haben einmal gesagt, es ist falsch. Die EU hat nicht die Ukraine
gedrängt und Fehler gemacht? Die Krim hat einen Autonomiestatus gehabt innerhalb der Ukraine. Das ist schon etwas Besonderes. Das gab es bis dahin bestehend. Die Schwarzmeerflotte hatte eine Stationierung zugesagt, Vertrag bis 2045. Gab überhaupt keinen Grund, daran zu rütteln oder das zu befürchten. Ich glaube 42. 45, 42 streite ich mich jetzt nicht mit Ihnen. Aber immerhin sind Sie in den 40er Jahren ähnlich. Also bis 2040 auf jeden Fall. So sind wir. Die Ukraine ist in keinster Weise genötigt worden, sich an die EU anzubinden, sondern es ist die freie Entscheidung der Ukraine gewesen. Selbst der Präsident Janukowitsch ist gewählt worden mit der Zusage, dass er den Westweg weiter fortsetzen wird und dieses Assoziierungsabkommen abschließen will. Barroso wird immer falsch zitiert, ein Satz, dass sie sich hätte entscheiden müssen. Das ist nicht der Fall. Putin hat darauf bedrungen und gesagt, man kann entweder ein Freihandel mit der EU abschließen oder in der Zollunion sein. Beides geht nicht. Das ist der Druck. Es ist doch, also Janukowitsch ist erpresst worden, diesen Assoziierungsantrag, Vertrag also nicht zu unterschreiben. Und Sergei Glasjew, der für die Eurasische Union zuständig ist, das ist ja der Punkt. Putin möchte die Ukraine in der Eurasischen Union haben. Das ist ein Kern dieser Eurasischen. Aber doch nicht mit Gewalt und nicht mit Krieg und indem man die Krim wegnimmt, indem man einzelne Teile sich schon vorher holt. Jetzt habe ich aber eines verstanden. Sie haben gerade zugestimmt. Sie haben aber gerade zugestimmt. Also er hat ein Interesse, die Ukraine eher in der Eurasischen Union, also in der Europäischen. Ich frage Sie nur, weil Sie gerade zugestimmt haben. Wo diskutieren wir denn jetzt überhaupt hin? Wir haben in der Ukraine Krieg, wir haben in der Ukraine Tote, wir haben in der Ukraine Verletzte. Einen russischen Aggressionskrieg. Und es geht da, nee, und wir haben keinen russischen Aggressionskrieg. Das versuchen wir ja gerade auseinanderzuhalten. Können Sie vielleicht mal Ihren Intellekt insofern aktivieren, dass Sie die Historie bemühen und sich einfach mal chronologisch den... Sie haben doch nicht die Wahrheit gebracht. Lieber Herr Schulz, liebe Frau Kronen, wenn Sie jetzt, wissen Sie was? Machen Sie Ihre Sendung alleine. Nein, Frau Kronenschmeiß, bitte bleiben Sie bitte sitzen. Geben Sie mir eine. Wissen Sie warum? Wenn Sie das senden, ist okay. Wenn Sie das senden, wir senden das okay. Alles. Wir senden also immer alles, was wir haben. Ich versuche als Journalist und als Staatsbürger dieses Landes die Blickwinkel, so wie man das als Journalist auch tut, die Blickwinkel aus den unterschiedlichsten Richtungen zu beleuchten. Und das Interesse Russlands und das Interesse der USA und das Interesse von Europa darzulegen für Menschen, die nicht so viel Zeit haben wie wir, uns damit zu beschäftigen. Deswegen. Und wenn Sie mich jetzt hier dann mehr oder weniger beschimpfen, dass ich alles falsch sage und die Wahrheit nicht gepachtet habe, dann verstehen Sie, das ist nicht meine Aufgabe. So. Liebe Frau Kronenschmalz, Sie sollen eben genau diese Sichtweise einbringen. Sie haben ein Buch geschrieben, das eben genau auch unseren Blick ja umdrehen soll und eben die russische Sichtweise auch als Perspektive betrachten soll. Wir müssen diskutieren. Aber Sie erlauben mir jetzt, da wir im Moment hier gerade nicht weiterkommen, dass ich